Thank you.
je bitte naar voren. Ik zeg Bescheid, dan komt iemand. Hè? Oh, guck mal, solche Schild möchte ich auch haben. Und ich liebe Badewimpel. Hier steht Einladung. Am Sonntag, den 13. Juli, finden Wettkämpfe in Hannover statt. Hab ich doch gleich gewusst. Die vom Schwimmverein bereiten viel. Aber nur sind Spitzensportler wie der da. Guck mal, hier ist der Sven. Wenn wir später auch so gut sind, hängen die von uns bestimmt auch so gut daran. Meine Damen und Herren, und nun kommen wir zur Siegerehrung. Den ersten Platz belegt wieder unser Dirk Schulze. Was heißt denn das? Einladung zur Grillparty am Samstag, den 14. Juli im Haus am See. Na, wenn die mal nicht schwimmen, dann treffen sie sich eben. Hallo. Seid ihr das mit den Schwimmverein? Ja. Wir wollten welchen lernen, wo es hier so geht. Nur ganz einfach. Ihr stellt einen Mitgliedsantrag, den eure Eltern unterschreiben müssen. Und dann bekommt ihr einen Mitgliedsausweis. So einfach ist das? Hm? Weil ein Ausländer ist, meine Sache. Bei uns sind viele Ausländer. Da hinten seht ihr? Der Boris. Der kommt aus Jugoslawien. Stimmt das, dass wir dann schwimmen können, ohne zu bezahlen? Nein, nicht ganz. Zum Training müsst ihr nicht bezahlen. Da habt ihr euren Mitgliedsausweis. Dafür müsst ihr aber Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ich möchte aber nur endlich mal wissen, wie das beim Training zugeht. Ihr müsst viel schwimmen. Ihr könnt doch alle schwimmen. Natürlich, ja, na klar. Na, dann kommt mal ab nächsten Dienstag alle zum Training. So, los, Gott, 7 Uhr jetzt. 15 Minuten lang einschwimmen. 15 Minuten lang einschwimmen. Thank you.
stört mich tut. Ich geh nicht mehr zum Training. Ich bin mehr kein Schwimmer. Mach doch nichts, oder? Aber morgen sind wir wieder hier. Klar!